Warum kommt hier die Kampfmusik, bitte? Komisch. Oh nein, was ist das für ein Geräusch? Schleim, oh nein. Die hässlichste Attacke, die es in diesem ganzen Spiel gibt. Und das in der Analysation. Oh nein. Shit, das hat nicht funktioniert. Ich bin jetzt spät dran. Den Mundgeruch von denen kann man aber immerhin mit dem Schild abwehren. Das funktioniert. Oh mein Gott, es ist auch schwer. Shit. Warte mal, was? Gar nicht beschädigt, okay, seltsam. Sehr, sehr seltsam. Ich sehe schon, ich muss später wieder viel zusammenschneiden. Weil du eine Bombe bist. Weil du eine Bombe, Bombe bist. Ja, ich bin eine Bombe. Ich bin wirklich eine Bombe. Call me maybe. Call me baby. Kommen hier Flattermäuse. Ah, ich hab's euch doch gesagt, dass sie jetzt kommen. Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geh weg, geh weg. Boah, jetzt muss mein Ohr jucken. Das gibt's doch nicht. LOL. LOL. Grip. Grip. Wenn die Leute bei Schnee zu schnell fahren. Ja. Und dann dann im Graben landen. Wisst ihr, was aber praktisch ist, wenn es wenigstens viel geschneit hat, ja? Dann fahrt ihr nicht allzu weit in den Graben, weil dann bleibt das Auto versinkt einfach so. Du kommst von der Fahrbahn und dann so schrupp, verschluckt es einfach dein Auto und du kommst halt nicht mehr raus, weil du dann von Schnee erschlagen wirst. Aber hey,
Immerhin passiert nicht allzu viel. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Are you a city chump? And that's up to the dumb. Keine Ahnung, ich kenne den Refrain von dem leider nicht so. Bei den Refrain schon, aber den Rest halt nicht so. Obwohl ich es auf City. Nee, ich hab's nicht auf City, ich hab's mir auf MP3 gekauft. Bei Amazon. Ich weiß, ich bin ein schlechter Mensch. Hm. Nehmen wir den konventionellen Weg. Den hier. Ich möchte jetzt irgendwas singen. Sagen wir mal. Singen wir was Cooles. Hey, da geht's. Geht's da bitte hin? Nirgends! Ja. Ein Schuss in den Ofen! I'm the one who knocks. So, da bin ich wieder. Nachdem wir jetzt einen Tag später haben und ich geschlafen habe, machen wir mal weiter. Vielleicht kommt es bestimmt wieder. Ah, ich hab doch gesagt, man kann das abwehren. Noch mehr Schleim. Nicht die wirklich stärksten Gegner, aber... Rückenschlüssel. Oh, jetzt kommen Goblins. Time to deal with them. Ruinenstiefel. Nehmen wir mal Stärke und Gesundheit. Mechanics. Fallen Schärfe. So, müsste hoch genug sein. Da seht ihr, wir machen schon wirklich mehr Schaden. Nach einem Stärkepunkt. Ich verstehe mich eigentlich so gut wie gar nicht, weil die Musik so laut ist. Aber nicht so wie bei Vampire Spawn.
Und auch nice, dass die nicht übers Wasser können. Warum kommt die Musik jetzt schon wieder? Warum wird das Schwert nicht beschädigt, hallo? Das hatte ich ja noch nie. Sonst war das immer alles instant kaputt. Oh, 16 Rüstung, das ist nice. Oh. Spürt meine neue Axt. Die Zwergenaxt deines Zwergs. Das ist die letzte Axt, die in Moria geschmiedet wurde. Vor allem der Zopf hinten ist echt nice. Das könnte so ein richtiger Storm sein. Wir spielen nicht umsonst in unserem Pen and Paper Netzwerk. Was kommt da? Ha? Wir gehen doch gerade in Kampfstellung. Weiß nicht, oder? Doch! Ratten! Die Rattenarmee! Und ich krieg Ohrenkrebs! Time to let your pants down. Für was hat man Schilde? Um nicht riesige Ballisterpfeile abzuwehren. Auch tot. Auch tot. Jetzt müssen wir die Brücke nur noch deaktivieren. Damit da nichts mehr rüberkommt. Don't let your pants down. Statt don't let your guard down. Ich weiß gar nicht mehr, von wo kam das nochmal? Don't let your guard... Ach ja, stimmt ja. Hat immer Vegeta gesagt. Ah, scheiße, jetzt hab ich den Ding verpasst. Kommt wieder Schleim. Ich weiß gar nicht, wie viele Random Encounters ich eingestellt habe. Ah.
was war das? Jetzt ist es ruhig. Hier in der Kanalisation. Lol, der kann keine Bögen benutzen. Wieder kann keine Bögen benutzen. Der kann keine Bögen benutzen. Machen wir doch mal. Ein guter Handel. Wenn die Random Encounters auf so hoch schrauben, dass nur noch Gegner kommen. Aber das will ich dann auch nicht. Könnte ich aber vergrößern. Und ja, das ist logisch gar nicht möglich. Das ist biologisch gar nicht möglich. Deine Eltern waren doch bestimmt auch schwul. Das ist biologisch gar nicht möglich. Dann war er halt eben adoptiert. Höllenmagie. Das ist Tool. Komme ich ins Hauptmenü. Genau. Okay, dann zeige ich euch das mal. Hier, Spiel. Monster-Schwierigkeit. Schwer. Elite. Leicht. Zufällige Begegnungen mehr. Ne, ich will die Monster-Schwierigkeit Begegnung normal und die Schwierigkeit schwer. Wir wollen ja hier mehr Ding machen. Jetzt muss ich noch was bei der Tastatur gucken. Gibt es hier eine Schnellspeicherfunktion eigentlich in diesem Spiel? Platztausch, Chat, Mehrspieler, Spielstand und Ende Menü. Nein, es gibt keinen Schnellspeicher-Spielstand. Kein Schnellspeicher-Ding, schade. Okay, aber es gibt immer einen Autospeicher, bevor ich rausgehe. Das ist immerhin. Nice. Ich hätte ihn echt Storm nennen sollen. Oh ja, und die Schwierigkeit von den Random Encounters hochzustellen, es kommen halt einfach mehr Gegner dran. Dort auch mehr XP und mehr Loot. Macht das Spiel aber natürlich schwieriger. Versteht sich, würde ich mal sagen, oder? Und ja, da ist ein hässliches rotes Viech. Kann ich das mal abwerfen? Nein. Wir leveln erstmal kurz nochmal auf und dann gehe ich da runter. Boah, es macht so hässliche Geräusche. Ich soll am liebsten gleich töten. Mm.
We need more XP. Kill more bosses. Wo ist denn das komische Zauberbuch nochmal? Ich glaube, B war das. Ah, genau. No.